Was haben wir denn jetzt hier? Statue könnten wir auch gleich wieder was opfern. Oh, jetzt haben wir so viele Traumkugeln. Kurzstaff. Ja, opfern wir nochmal schnell was. Ja. Brauche ich nicht, danke. So. Gut. Da haben wir jetzt mal wenigstens einen direkteren Weg. Da ist auch schon. Da geht's auch schon weiter. Heißt das? Müde Klotzprotz. Ah, das war's schon? Das ist wirklich. Hä? Das war's? Hier gibt's nicht mehr? Ja, moin. Das ist wirklich der kürzeste Abschnitt überhaupt, das es auch noch gibt. Klapprig-Spinne. Gut, ich sollte mich nicht beklagen. Kein Wunder, dass Gegner doppelt so viel hinterlassen, weil auch nur ein einziger Gegner existiert. Ja, moin. Und mal weiter im Programm. Ich frage mich, wie viele Ebenen es immer wieder gibt. Hängt das immer von, je mehr Traumportale, desto mehr Ebenen? Okay, Ebene 6 im Schattenraum. Im Moment ist alles normal. Alles klar. Schicke Schnur. Wir siegen trotzdem die Gegner, ja. So. Jetzt sieht meinen Charakter. Ich kann jetzt zum Beispiel das Mana bei ihnen auffüllen. Aber wenn ich dann Charakterwechsel setze, verbraucht er automatisch dann das Mana, was ich gerade aufgefüllt habe. Da bringt das also eigentlich generell nicht wirklich was. Oh, komm schon. Warum macht er mir so spät aus? Na gut, der wird aber schnell erledigt hier. Ist echt krass. Wie schnell manche zu Boden gehen hier. So. Minzaroma. Stimmt ja, das ist ja für. Ah, da ist das Tor. Ja, auf jeden Fall ist das für unsere MP. Na schön, ich glaube, hier ist sonst nichts. Dann ziehen wir noch schnell den Schatz für 20 Traumkugeln. Okay. Diesmal nicht ganz so teuer. Antivirale Strandlatschen. Ja. Ist wahrscheinlich auch nichts wirklich Großartiges. So. Dann mal zum nächsten Raum. Okay, das ist auch wieder ein ruhiger Raum. Nein, doch nicht. Ich dachte schon, weil gerade das Gefahrenniveau nicht gestiegen ist. Und tschüss. Da ist auf jeden Fall wieder das Tor. Auf jeden Fall wieder die Chance, das Gefahrenniveau zu senken. Ich werde erstmal gucken, dass ich. Oh ja! Oh, noch eine seltene Waffe oder was denn? So, sind sie nicht mal alle down hier? Alter, wie viele denn noch? Okay, jetzt aber. So, drei Blätter Kraut. Ich will wieder Kraut sagen.
So, und weg mit dir. Ja, ab noch. Aber jetzt kommen die nächsten Gegner. So, und weg hier. Oh, du auch noch. Du willst auch noch spielen, hä? Und bam. Aber auch Stream meinen Magie auf ein Niveau gestärkt. Das werde ich dann demnächst auch noch mit meinen Knuffis machen. Vielleicht auch mal welche versuchen zu erschaffen. Dafür habe ich auch genug Geld und vielleicht auch genug Material. Okay, Zoran benötigt noch ein paar HP, aber ansonsten... sieht's gut aus für ihn. So eine ruhige Muschel wäre mir echt lieber, aber... das Leben ist kein Wunschkonzert, wie es so schön heißt. Ich da manche Vasen einfach mal übersehe. So, hier geht's weiter. Da geht's dann zurück. Und verkloppt. Oh, die Kavallerie tritt ein. Zumindest hat sie das versucht. Und weg. Sehr schön. Okay. Gut, dann schauen wir mal. War die Statue in der Nähe des Tores? Oder muss ich da nochmal irgendwo... nein, da ist sie. Ich glaube, damit geht es ein bisschen schneller. Oha, was die... die Truhe habe ich übersehen? Was? Wird das jetzt nur passieren? So, Antifrost-Talisman. Auch den Knuffi hier. Ja. Und da bekommen wir noch ein Stats-Verbesserungs-Item wieder. Den Erdbeerbonbon. Dass man noch so etwas immer unterwegs vorhat! Bist du des Wahnsinns? Alter! Hier sind gleich alle Vasen auf einen Haufen verteilt. Der Wahnsinn, ey. Geil. So, jetzt schnell das Gefahrenniveau noch senken und dann weiter. Bitte. So. Ich glaube, wir haben dann jetzt den Raum... oh Mann, wie weit ist denn das noch hier? Oder den Raum müssen wir bald mal, ja, leer gefegt haben. Dann hoffe ich, dass das dann auch die letzte Ebene war. Vor dem Boss. Alter, noch ein Pfad. Das ist wirklich die größte Ebene. Ja, als Ausgleich für diese winzige vorher. Machen sie es einfach mal richtig extra groß hier. So. Und tschüss. So, dass man was zu tun hat. Außerdem, der Part wird schon wieder so lang. Vielleicht muss ich das in zwei Parts unterteilen. Wäre aber auch echt blöd gerade. Echt nicht schön. Man verbringt da wirklich viel Zeit mit diesen Traumportalen. So, wo war nochmal das Tor?
Da drüben, oder? Nein, da war der Knuffi. Falsch abgebogen. Da hinten muss ich lang. Da ist es. So, mal ganz schnell. Ich schätze mich, ich werde es in zwei Parts unterteilen. So. Das ist jetzt die letzte Ebene. Ich habe das jetzt nicht gelesen. Die letzte Ebene, wir sind da. Das Gefahrniveau erhöht sich aber wieder nicht. Pff, 50, nein, danke. Die spare ich mir jetzt auf. Das Gefahrniveau Nummer 2 reicht vollkommen. Da müssen wir den Boss besiegen können. Allheilmittel. So, soll er noch kommen? Ach je, der Laserfuzzi. Na, ganz toll. Na schön. Dann mal los. Und Hackel. Da geht er wieder ab hier. Oh Mann, ey. Schön abgewehrt, wollte ich gerade sagen, aber nee. Der nervt eh so mit seinem Lasergeschwadere. Gut, er hat ihn nicht getroffen. Oh nein. So, hat noch rausgebracht. Nice. Das haben wir geschafft. So, das dritte von 9 Traumfragmenten. Yeah, nice one. Alter! Könnt ihr euch echt übertreiben hier? Die ganzen fixen Kugeln. Was ist mit ganzen Vasen hier? Ja, doch, öffne, come on! Mach bitte auf da! Billige Magnetkette. Hm. Na schön. Da habe ich doch irgendwas sonst noch einen Schatz gesehen, oder nicht? Ich glaube mal nicht, ne? Hm. Ne, das war wahrscheinlich nur deine Schatz. Gut, wir sind ja fertig, Leute. Ja, wenn wir schon das in zwei Parts aufteilen, werde ich dann noch ein paar Sachen, werde ich noch ein bisschen weiter zocken. Werden wir halt mal gucken, dass ich, vielleicht noch. So. Das haben wir geschafft. Gut, dann sind wir hier fertig. In Minneapolis könnte ich noch etwas machen. Oder denn mir wieder eine weitere Forschung. Materiallager ist auch schon fast voll. Sehr schön. Alter, mit schon mit 26.000 Kronen. Da sieht man es mal wieder. Wenn wir dann noch weiter ausbauen müssen hier. Mal sehen, ob wir noch was forschen könnten. Hm. Dimensionslabor. Machen wir das mal hier.
Jetzt können wir dort auch weiter forschen. Oh, Cousin kann zum Meister aufsteigen. Ich brauche Rang 4, was? Tatsächlich, what the hell? Ganz große Klasse. Also braucht man wirklich schon den höchsten Rang. Na schön. Come on. Gut, dann werde ich halt jetzt mal gucken, dass Talente aufsteigen. Das auch was aufsteigen müssen. Da. Dürfte das auch mal live miterleben. So, volles Materiallager. Und weiter. So, es gibt noch eine Weile. Es gilt noch, vielleicht was bei der Knuffelküche zu machen. Eine weitere Forschung. Das reicht wieder nicht. Den Knuffi konnte 3 wollte ich sagen. Forschen kann im Trainingszentrum nicht. Wir haben schon alles erreicht, was zu erreichen gilt hier. Und hier dauert es noch ein bisschen. Wir haben doch Rang 3 erreicht. Was brauchen wir denn noch? Kommt vielleicht noch später dran. Sonst sehe ich jetzt nicht, was ich noch forschen könnte. Magielabor vielleicht. Ne, da brauche ich auch den vierten Rang. Und den Metalllabor. Ist schon alles fertig. Ja, dann könnten wir jetzt gar nicht mehr weiter forschen, wie es aussieht. Da wir jetzt gerade von der Knuffelküche reden, da sollte ich mal gucken, dass ich dann auch noch, meine Knuffis großziehe, beziehungsweise vielleicht neu erschaffe. Da brauche ich auch wirklich einen, der wirklich mehr Kosten benötigt. Dann gibt's da keinen. Ich werde erstmal das weitere Knuffis erschaffen. Die mit den Schrauben im Kopf. Die sehen schon lustig aus. Ja, die Prinzessin. Vielleicht ist es die ja, die Frau mit Meerjungfrau. Hat vor allem Anspielung an Ariel, die Meerjungfrau, aber ganz klarer Fall hier. Durchaus. Der Klempner Mario. Das ist Mario, Alter! Bandai Namco Level 5, bitte! Haltet euch zurück! Oh Mann, what the hell? Mann, wie viel ich da herstellen kann hier. Zeigt sich wieder, wie fleißig bislang ich gewesen bin durch das Sammeln von Gegenständen. So. Klar wieder müde. Und lockt er das Mondlicht. So, die alle könnte ich natürlich jetzt noch verbessern. Der mag eine Reizwolle. Und der ist ins Firmen verknallt. So könnte man es behaupten.
Ja, gut, ich glaube, das kann ich aber jetzt offscreen erledigen hier, ne? Dass ich alle Knuffis mindestens eine Stufe verbessere. Muss ich dann gucken, welche Knuffis ich dann für mein Team weiter lohnen würde. Maroni, der leckere. Weil auch direkt eine Maroni immer an der Birne hängt. Oh, natürlich Fische, ganz klarer Fall. Aber da muss ich aufpassen, weil jetzt habe ich da nicht so viel davon. Wie die Prinzessin. Natürlich Obst. Also bin ich froh, dass wir diese Kaktorange haben. Mann, haben wir noch ganz schön viele. Oh je. Na dann nehmen wir elegante Tücher. Oh, den habe ich schon auf Level 3 gebracht. What the hell? Das war jetzt keine Absicht. Der mag Leder. Aber immer darauf achten, dass alle stark genug sind. Am Ende des Spiels werde ich dann noch vor dem Finale so viel wie nur möglich dann rein investieren und dann gucken, was jetzt wirklich die besten Knuffis fürs Team wären. Er mag natürlich Knöpfe am meisten. Und der mag natürlich Eier. Oder... Sie mag Eier. Sorry. Softie, der Federleiche. Also auch buchstäblich den Gegenstand tragen müssen, nachdem sie benannt werden. Okay, noch drei Knuffis und dann hätten wir's. Was ist denn der alles? Der mag Meeresfrüchte, okay. Ich noch diese speziellen Muscheln hier. Okay. Naja, der Koralle ist das Beste. Also davon habe ich gerade am meisten. Und die bringt am meisten EP. Ja, ironisch hier. So, jetzt sind alle mindestens auf Level 2. Gut, ich schätze mal, dann lassen wir das jetzt. Im nächsten Part geht es jetzt endlich mal weiter mit der Story, beziehungsweise, nein, da werde ich noch anfangen hier beim Mechbaum. In der Nähe dann den Roboter versuchen zu schlagen. Jetzt, wo wir um einige Level stärker sind, müssten wir den Roboter jetzt besiegen können. Das eine finstere Monster. Und ja, wie immer gilt, wenn es dir gefallen hat, was ihr dieses bestimmt ist, dann Daumen nach oben und Kommentar nicht vergessen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Also seid gespannt und klickt da rein. Oh yo, Crush for the Wicked hinein. Bis zum nächsten Part von Let's Play. Nino Kuni 2 Schicksal eines Königreichs. Also wiedersehen und tschüss, Leute! Now you